Ja, willkommen zurück bei der Forever Alone Islands Adventure Survival Map. Das hier ist Rockkartoffel LP und ich glaube, in der letzten Folge haben wir uns hier zu diesem Gebilde durchgekämpft. Da unten sieht man noch unsere Insel. Und ja, wenn ich mich recht erinnere, ich war schon lange nicht mehr hier, wollten wir da hochgehen. Ich hoffe, ich sage hier nichts Falsches. Aber wie gesagt, lange... Oh, boah, bin ich gerade erschrocken. Muss man den töten? Ich mach's einfach mal, ne? Das hau ich sicher jetzt aber auch mal ab. Und es gibt ja arsch viele EP, ne? So, sterben. Sterben. Merci. So, ich geh mal hier hoch, ne? Hier sind doch... Da sind Schweine drin, glaube ich. So, ich baue die Dinger sicherheitshalber immer mal ab. Gibt nämlich, wie ihr seht, sau viel EP, ne? Ich weiß zwar nicht, was wir damit sollen, ne? Aber wenn man sie hat, hat man sie. Alles klar. So, da geht's dann hoch. Machen wir hier das Easy Jump and Run. So. Hier rein, ne? Kann sein. Nee, machen wir so. Oder gibt's da irgendwas Spezielles? Nee, eigentlich nicht. Na, dann können wir hoch. Was ist das? Ich weiß es nicht, aber ich hau's kaputt. Ah, das ist... Warte, geh mal auf ein Bild, ne? Das hier ist eine Spinne. Die hau ich kaputt. Aber ich glaube, die können bei Tageslicht auch nicht spawnen. Das hier hau ich mal schnell kaputt. Und gut, möchtest du handeln mit mir? Konnte man da nicht immer mal weitergehen irgendwie? Nee, anscheinend nicht. Gut. Da oben, ist da oben was? Komm, gucken wir mal. Tatsächlich, hier ist eine Kiste. Sehr schön. Essen. Das ist sehr gut. Dann kann ich das auch gerade auf meiner Liste abhaken. Das kurz abbauen. Raustappen. Hier die Datei öffnen. Finde die Truhen. Gut, da können wir endlich die fünfte hinzufügen. Perfekt. Also das ist jetzt auch abgeschlossen. Wir brauchen jetzt im Prinzip eine... Oh, wir müssen noch eine Monsterfalle bauen. Oh. Ja, und die Bookcases und noch zwei Diamanten. Das wär's dann. Gut. I should not have any stuff with me while doing this. Okay, das finde ich sogar gar keine schlechte Idee. Wir lassen unser Zeug besser hier. Schaffen wir das jetzt in 5 Minuten, dann könnte ich das ganze Zeug hier einfach hier hinschmeißen. Ja, komm. Ich esse vorher noch was. Das Zeug, das wir nicht brauchen, können wir auch direkt wegschmeißen. Wie diese Schneebälle zum Beispiel. Gut. Wir haben keine... Wir haben eine Kiste, ja. Es steht nirgends was, dass man Kisten nicht abbauen darf. So, perfekt. Die Kisten nehmen wir. Stellen sie uns einfach mal hier hin. Dann legen wir unser Zeug dran. So. Dass wir nichts verlieren sollten, falls wir sterben würden. Oh Mann, das ist voll fies mit dem... Hab ich's gesagt? Gut, das war jetzt... Ich schieb's auf Eis. Ich schieb's einfach auf das Eis. Das wäre jeden Fall... Okay, komm, wenn wir schon hier unten sind, warten wir noch kurz ab und schlafen. Aber vorher kann ich ja den Baum hier noch fällen. Wir sind jetzt nicht in der Nähe von dem Zuckerrohr. Also wächst das, glaube ich, auch nicht. Da muss man irgendwie in der Nähe sein oder so. So, das war früher immer. Deshalb wächst in meiner kleinen Mini-Singleplayer-Welt, die ich habe, wächst irgendwie kein Zuckerrohr oder so Zeugs. Also, was weiter weg ist. So. Alles klar. Schlafen wir kurz. Warten wir noch. Und dann geht's wieder hoch. Das Zeug lege ich noch schnell in die Kiste und dann geht's wirklich hoch. Auf. Laufen. So, können wir nachpflanzen. Und ich denke, lange kann es nicht mehr dauern, bis wir die Map hier durch haben. Und jetzt geht's ja auch bald wieder mit Trouble in Mineville los. Das habt ihr euch ja alle sowas von gewünscht. Und das wollen wir dann natürlich auch nicht ausschlagen hier. Wenn Trouble in Mineville so gefällt, dann werden wir es natürlich auch nicht verschlagen. So.
Na super. Fuck, ich muss mir den Block abbauen. Oh Mann, der Zeugs ist oben. Ich hoffe, ich muss das noch mehr mit der Hand abschlagen. So ein bisschen Erde hätten wir ja schon mitholen sollen. Jetzt geht das auch nicht wegen der scheiß Leiter. Oh, hat mich die Lava erwischt. Gut, aber das haben wir Jump and Run. Das ist ja eigentlich recht einfach. Das machen wir schnell. Ja, immer wenn ich einfach sage, klappt's nicht. So, den hier. Ja, Alter, komm schon. Ich mach's jetzt einfach vorsichtig. Ab jetzt mache ich's vorsichtig. Zack. 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 Und zack. Perfekt. So schwer war es da nicht. Aber das hier wird jetzt, glaube ich, schwer. Ja, aber gut, mit Shift und doppelten Sprüngen müsste das eigentlich recht gut klappen. Vor allem jetzt hier. Oh, wir haben keine Spitzhacke, um das Ding hier zu zerstören. Aber es ist ein Enderman. Wenn wir dem nicht in die Augen schauen, dürfte eigentlich nichts passieren. So, was geht jetzt hier ab? Oh Mann, ich. Oh. Bin gerade voll aufgebracht. Aufgeregt, aufgebracht, aufgewasst, auch immer. Au! Au, au, au. Steißbein im Arsch. Steißbein im Arsch. Hopp. Mann, Alter, Scheiße. Ihr wisst nicht, was gerade in mir abgeht. Oh, das ist so. Ah. Oh, komm schon. Ja. Scheiße! 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 Ja, ich war noch nie so wunderlich gut in Jump and Runs. Ich hole mir jetzt mal 10 Cobblestone oder so mit, ja. Wobei, geizig müssen wir eigentlich nicht sein, ne? Egal. Wir müssen es irgendwie bauen und wir müssen um den Weg reparieren. Das gehen wir jetzt auch schnell machen, ne? Ich bin so verspannt, ey. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe auch total Kopfweh, ne? Das ist übel, ey. Auf zuerstens 25 Grad, ne? Muss man mal holen, ne? Und dann auf einmal fängt es an zu regnen. Wir sind auf 15 Grad runter. Aber das ist scheiße, ey. Das ist richtig mies. So, gehen wir wieder hoch. Hier die Lava. Diesmal werden wir nicht erwischt. Genau, super. Das ist easy Jump and Run. Im Gegensatz zu dem anderen, das wir jetzt gleich machen werden. So. Alles klar, unser Zeug ist immer noch schön in der Kiste, ne? Hätten wir es einfach dahin geworfen. Das kann doch nicht wahr sein. Lukas, konzentrier dich, ey. Mann. Ich konzentriere mich jetzt wirklich, deshalb verzeiht mir, wenn ich nicht viel rede. Hier nochmal die 10 typischen Blöcke. Los. Das Ganze, das streckt wieder das Projekt, ey. Das streckt das Projekt in die Länge. Ich hätte jetzt eigentlich gerne über den neuen Snapshot, also die vor, wie nennt man das? Ja, also ich hoffe, ihr wisst, was ein Snapshot ist, da muss ich das gar nicht echt erklären. Verdammt, jetzt müssen wir nochmal hier so lange draufhauen. Dann aber in Third Person. Das ist viel cooler. Ja, eigentlich wollte ich über die neuen Snapshot reden. Da habe ich schon ein Review zugemacht. Habe ich gerade vor 5 Minuten oder so hochgeladen, ne? Oh, fuck, die Lava. Ja, und da habe ich so ziemlich alle Neuerungen präsentiert. Meine Lieblingsneuerung eigentlich die Pferde. Das ist richtig geil, ne? Man kann, wenn man die Pferde gezähmt hat, kann man die züchten und so Zeugs und auf den reiten, richtig geil. Fall ja nicht runter. Ja, der muss runterfallen. Tschüssi. Ich hatte keine andere Wahl, ne? Der hat mir einfach den Weg blockiert und irgendwie müssen wir ja da lang. So, ja. Gibt Pferde. Den kann man da natürlich auch Rüstungen anziehen. Und ich bin so scheiße schlecht. Scheiße. Ich muss mich wirklich konzentrieren, ey. Ich versuche hier das für euch unterhaltsam zu machen. Aber das geht natürlich nicht, wenn ich nebenbei irgendwie hochkonzentriert sein muss, ne?
Deshalb überlege ich gerade, ob ich einfach mal ganz kurz übel still bin. Aber bis wir erstmal da sind, kann ich noch schnell über den Snapshot reden. Neben den Pferden gibt es jetzt auch Leinen. Also man kann die Pferde, die Hunde, die Katze, alles für alle Tiere, die es gibt. Da ist sogar Mobs, ich glaube Creeper und so kann man auch damit ziehen. Ja, und das ist noch ein bisschen buggy im Moment. Ab und zu explodieren die Schafe und so einfach. Irgendwie total lustig, aber ja. Wird bestimmt noch gefixt. Ist ja nur so eine Art Vorbeta, ne? Da kann sowas passieren. Ah ja. Dann gibt es noch ein paar neue Blöcke. Zum Beispiel die gehärteten Lehmblöcke. Für die es noch kein Crafting-Rezept gibt momentan. Genauso für Heu. Gibt es so Heu, so Weizenblöcke. Die werden wahrscheinlich logischerweise aus Weizen angefertigt. Aber das sehen wir noch alles. Ist ja nur so ein, glaube ich, ein erster Snapshot. Und ja, wer noch das Ganze ausführlich sehen möchte und alles, ne? Der kann einfach auf dem Kanal mal kurz vorbeigucken. Da gibt es das Video dann schön in Review-Form. Und ja, könnt ihr euch dann gerne angucken, wenn ihr denn wollt. Wenn ihr es nicht wollt, dürft ihr es natürlich auch machen. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr es machen würdet. So, wir sind mitten beim German Run schon angekommen und ich laber und kann mich konzentrieren. Ein Wunder ist geschehen. Aber ich glaube, ich sollte das jetzt lieber mal lassen, ey. Ich muss mich wirklich übel konzentrieren jetzt. So, verzeiht mir bitte, verzeiht mir bitte. Ihr könnt ja einfach, ist ja unten diese Scrollleiste, da könnt ihr mal gucken. Immer so ein kleines Mini-Bild wird da angezeigt. Könnt ihr einfach wegen mir vorspulen. Habe ich noch nicht mal was dagegen, ey, ne? Aber wer sich hier für den Spielmodus interessiert, für die Adventure Map, der kann sich das wahrscheinlich auch ohne Commentary angucken. So, 12 Uhr Mittag bei uns. Die Feuerwehr, diese Sirene, die läutet jetzt. Das war bei euch vielleicht auch so. Oh Mann. Mann, jetzt habe ich ja doch geredet während dem Ganzen. So, congratulations, you made it. You're stuck here too. Keine Ahnung. So. Nee, scheiße. Mann, wenn wir jetzt sterben, verlieren wir das ja alles. Das ist scheiße. Ich nehme das Schwert in die Hand. Und falls ich abkratzen sollte, werde ich es einfach noch schnell wegwerfen. Vielleicht überlebt es das Schwert. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Konzentration. Auf dem Eis glitscht man so hin. Sieht er? Sieht's? Sieht ihr? Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, Baby. Ich hole mein Zeug noch schnell. Dann hauen wir hier ganz schnell ab. Ich möchte hier nie wieder hin. So, wie sind wir nochmal hierher gekommen? Da unten irgendwie. Au. Jawohl. Richtig sauber. Klar, so und jetzt nix wie weg hier. Wir suchen jetzt die Diamanten und warten, bis das Zuckerrohr wächst, um die Bücherregale zu bauen. Und dann sind wir bald fertig. Ich freue mich schon. Und zuerst mal lege ich das ganze Zeug hier mal rein, das wir nicht so brauchen. Fürs Erste. Ich brauche die Goldwerkzeuge, brauche ich jetzt einfach mal auf, ne? Brauchen wir einen Scheißdreck, brauchen wir die. So. Die Cookies kommen rein, das Brot behalte ich noch. Wir gehen in die Mine und graben mal hier lang. Na, hier waren wir schon. Natürlich nicht so gut. Na gut, zuerst probieren wir. Oh, also so eine Goldspitzhacke geht ja schon ziemlich ab. Aber wir sehen auch da unten. Die Haltbarkeit, die geht auch ziemlich schnell weg. Fackeln habe ich keine dabei, glaube ich. Habe ich überhaupt? Nee, habe ich nicht. Gut. Mal schnell. Oh, schon kaputt. Brauche mal Millionen Spitzhacken, um da richtig voranzukommen. Mann, das gibt's nicht. Hier müssen noch irgendwo Diamanten sein. Bald ist hier ganz großer Hohlraum unten drunter, ne? Wäre bestimmt irgendwie lustig. Hier geht's nicht weiter, wie ich das so sehe. Vielleicht hier hinter dem Moosstein.
teleportieren. Ich kram einfach mal hier so viel Stein ab, wie es geht. Und ich hoffe, wir sind nah genug an den Zuckerrohren, dass die auch wachsen. So, hier ist Kohle. Das bedeutet, hier in den Ecken könnte was sein, denke ich. Ah, hier waren wir schon mal. War wahrscheinlich zu faul, die Kohle abzubauen. Oder hatten es nicht für nötig gehalten. Dann Kohle haben wir eigentlich genug für die Map hier, ne? Muss man auch dabei sagen. So. Habe ich alles über den Snapshot erzählt? Ich denke ja schon. Aber ihr könnt euch natürlich auch dieses Review angucken. Ist sogar erwünscht, ne? Ihr müsst es! Ihr müsst es! Ihr müsst das Review angucken. Ihr müsst es einfach. Es ist so toll. Es ist so wunderbar geworden. Ey. Es ist so richtig, richtig nice ist es. Wahrscheinlich sowieso nicht. Egal.